Freunde der Physik. Es geht heute einmal um die Berechnung der Masse der Erde bei einer Dichte von 2800 Kilogramm pro Kubikmeter. Das ist unsere Aufgabe. Es heißt also, berechne die Masse der Erde für den Fall, dass ihre mittlere Dichte diejenige von Gestein wäre bei einer Dichte von, wie gesagt, 2800 Kilogramm pro Kubikmeter. Und wir fragen noch nach der Kraft, also geben Sie für den Fall die Kraft auf einen Körper der Masse von einem Kilogramm an der Erdoberfläche an. Gegeben sind, wie gesagt, die Dichte, 2800 Kilogramm pro Kubikmeter. Dann betrachten wir diese Masse M mit einem Kilogramm. Dieses G, das ist die Gravitationskonstante mit dem Wert 6,674 mal 10 hoch minus 11, dann aber Meter hoch 3 pro Kilogramm pro Sekunde Quadrat. Und last but not least haben wir den Radius mit 6371 Kilometer. Gesucht wären also die Masse der Erde und die dort wirkende Kraft. Raphael, wir gehen ein bisschen rüber mit der Kamera. Zur Lösung. Die Masse berechnet sich aus dem Produkt der Dichte mal dem Volumen. Nun nehmen wir aber an, dass das Volumen ja eine Kugel ist. Und für das Volumen der Kugel gilt ja die Formel 4 Drittel Pi R hoch 3. So, das ist meine Formel, die wir haben. Das nochmal kennzeichnen. Wir setzen die Werte ein, 2800 Kilogramm pro Kubikmeter, 4 Drittel Pi, und der Radius, den habe ich aber jetzt als 6,371 und dann mal 10 hoch 6 Meter hoch 3 das Ganze. Wenn ich das ausrechne, muss ich daran denken, dann habe ich hier das Ganze hoch 3, liefert bei der 10er Potenz von 10 hoch 6 hoch 3, das sind dann 10 hoch 18 schon. Und entsprechende Zahlenwerte gehen wir über den Rechner ein, sodass wir zu einer Masse kommen von nur, sage ich jetzt, 3,03 mal 10 hoch 24 Kilogramm. Ansonsten ist die Masse der Erde ja ein bisschen größer. Haben wir. Die wirkende Kraft errechne ich mit Hilfe des Gravitationsgesetzes in der Form Gravitationskonstante mal m klein m mal groß m, die beiden Massen, dividiert durch r². Und dieses r² wäre dann der Abstand von Mittelpunkt zu Mittelpunkt der entsprechenden Massen. Werte eingesetzt, wieder Gravitationskonstante mit 6,674 mal 10 hoch minus 11 Meter hoch 3 pro Kilogramm pro Sekunde Quadrat. Dann haben wir die Masse von einem Kilogramm und die Masse, die ich hier eben berechnet habe, mit 3,03 mal 10 hoch 24 Kilogramm. Und jetzt muss ich natürlich das Ganze noch durch r² teilen. Und da habe ich jetzt Folgendes gemacht. Ich nehme 1 durch. Das wäre das Gleiche wie hier, zum Quadrat. Das alles ausgerechnet liefert dann den einfachen Wert von 4,98 Newton, Kraft, Newton, oder von rund 5 Newton. Das hier entsprechend auszurechnen, denkt daran, dass wir wieder nur den Zahlenwert mit dem und mit dem multiplizieren, dann die 10er Potenzen, 10 hoch minus 11, dann haben wir hier 10 hoch 24, dann bleiben noch 13 über, nachher aber hier ergeben sich wieder 10 hoch 12, also bleiben nur noch 10 über. Ich denke mir, es ist nicht das Problem, das zu berechnen. Dankeschön, bis dahin.